Kommt die Krankenschwester? Anscheinend nicht. Ist es also Zeit, etwas Leckeres zu essen? Was? Woher hast du die Leckereien? Ohne sie wäre ich nicht ins Krankenhaus gegangen. Aber wer kommt da? Mama, wir müssen Schokolade verstecken. Aber wohin genau? Ich werfe sie in den Gips. So, so, so. Valentina, Sie brauchen Ruhe und Sie springen hier herum. Was verstecken Sie da unter Ihrer Decke? Also, was macht Schokolade über der Lippe? Mach auf! Ah, das ist es. Tina, wir dürfen keine Süßigkeiten im Krankenhaus haben. Ich nehme alles mit. Warten Sie bitte nicht. Lassen Sie wenigstens nur eine Leckerei. Keine einzige Süßigkeit. Obwohl, ich habe einen versteckten Twix, den die Krankenschwester nicht gefunden hat. Wir werden ihn jetzt bewerten. Riecht köstlich. Genau das hat mir gefehlt. Aber mehr habe ich nicht. Dieses Problem muss irgendwie gelöst werden. Ich weiß sogar wie. Ich werde meinem Bruder eine Nachricht senden, dass ich süße Hilfe brauche. So, wer hat mir geschrieben? Oh, das ist meine Schwester aus dem Krankenhaus. Wow, sie ist ohne Süßigkeiten. Was für ein Horror, ich muss ihr dringend helfen. Jetzt werde ich alle Lieblingsleckereien der Schwester sammeln und wir können ins Krankenhaus gehen. Wenn mich die Krankenschwester nur reinlässt. Wir müssen es versuchen, einfach da durchzukommen. Vielleicht wird sie es nicht bemerken. Hey, was ist da los? Man darf hier nicht mehr in Süßigkeiten rein. Na gut. Oh, guten Tag. Sie haben mir eine geniale Idee gegeben, Fräulein. Im Ernst? Will sie sie nicht einmal anschauen? Und dabei hat sie sie reingelassen. Alles klar, wir müssen sofort schwanger werden. Aber da ich ein Junge bin, kann ich nur mit Leckereien unter einem Hude schwanger werden. Damit man mir sicherlich glaubt, muss ich eine Perücke anziehen. Blond steht mir, oder? Haha, bisschen Lippenstift. Großartig. Es bleibt übrig, den Rucksack unter mein Sweatshirt zu stecken und wir können zu deiner Schwester los. Fertig. Ich bin bereit. Wow, es ist schon die zweite Schwangere in einer Stunde. Darf ich ihren Bauch hören, Fräulein? Nein, ich bekomme mein Baby. Ich muss dringend zum Arzt. Aber bitte nicht in meiner Schicht. Kommen Sie rein. Wie schwer ist es, mit so einem Bauch rumzulaufen? Oh, Tina, hallo, ich komme zu dir. Was, erkennst du mich nicht wieder? Kennen wir uns wirklich? Ja, also hatte ich einen großartigen Plan. Ich bin's, dein Bruder Oscar. Erkennst du mich? Cool. Ich habe dir Leckereien im Bauch mitgebracht. Leg los. Ich bin Tinas einzige Nachbarin. Bitte teil's mit mir. Ich will auch was Leckeres. Was ist los mit dir, Julie? Sie will auch etwas Leckeres. Natürlich werden wir es mit dir teilen. Du kannst es essen, Naschkatze. Kannst du es mir direkt in den Mund legen? Und wer kommt da mit Leckereien? Nun gib's zurück und du kannst weitergehen. Komm schon, geh weg von hier. Mensch, wen habt ihr uns mitgebracht? Was ist mit dem passiert? Ein Zug hat mich überfahren, ein Elefant hat sich an mir herumgetrieben. Oh, das war's. Mensch, er muss dringend in Operationssaal. So jung, aber schon so viele Probleme. Schrecklich. Und Süßigkeiten bitte zurückgeben. Wer kommt als nächstes? Was für ein Tag. Was? Das ist mein Bruder Oscar. Was ist mit ihm passiert? Sagt mir, lebt er? Es tut mir leid, aber befindet sich in einem Zuckerkoma. Wie kommt das? Zuckerkoma? Man könnte sich etwas Interessanteres einfallen lassen. Tina, ich habe dir Leckereien mitgebracht. Das war ein Scherz, aber sonst hätten sie mich nicht reingelassen. Lass uns gemeinsam essen. Und gib mir bitte auch was. Ich bin hier. Es war ein Prank auf höchstem Niveau. Das ist sicher, Bruder. Fang, Julie. Oh, es tut mir leid. Hier hat Julie die Süßigkeiten wirklich in den Kopf geschlagen bekommen. Wie lange denn noch? Ich habe schon gesagt, dass du keine Süßigkeiten mitnehmen darfst. Gib's her. Oh, ich bin so cool. Ich nehme den Kindern Süßigkeiten weg. Davon habe ich immer geträumt. Wer ist denn das alles nach der Arbeit? Mir steht die Krankenschwesterbekleidung so gut. Ich habe immer davon geträumt, hier zu arbeiten. Oh, sie ist also eine Krankenschwester. Dann habe ich einen coolen Plan, wie man Süßigkeiten mitbringt. Ich werde auch so tun, als wäre ich eine Krankenschwester. Also, ich meine Krankenpfleger. Vergessen wir das gemeine Gesicht nicht. Tut mir leid, Kumpel, aber das darfst du nicht mitnehmen. Ich habe keine Kräfte mehr. Wer bist du denn noch? Ein neuer Krankenpfleger? Habe ich einen Nachfolger? Okay, dann gehe ich zum Mittagessen, aber ich behalte dich im Auge, Neuer. Nun ist sie in dich weg und ich brauche dringend diese Kiste mit Leckereien. Wir bringen jetzt meiner Schwester. Meine Gummibärchenwürmer. Wie lecker. Wer isst hier Süßigkeiten? Tina, wieder zum Alten? Ich habe alle
alles gesehen, also habe ich noch mehr Süßigkeiten mitgebracht. Hallo, Schwesterchen. Bruder, bist du es wirklich? Komm her, ich habe Hunger. Und ich auch. Und ich, vergesst mich nicht, ich bin hier auch ohne Süßigkeiten. Hey, Oscar, du hast vergessen, Julie Hallo zu sagen. Hallo, Julie. Wir essen hier Leckereien. Wie geht's dir? Hallo, Partner. Ich wusste, dass solche hübschen Männer in diesem Krankenhaus nicht arbeiten können. Komm schon, verschwinde von hier, damit ich dich nie wieder sehe. Oh, was für ein Kopfweh. Schrecklich. Oh, sie ist wieder hier. Wie kann ich die Süßigkeiten mitnehmen? Genau, ein guter Grund, eine Rolle eines Arztes zu versuchen. Ich habe gerade noch keinen Beruf gewählt, also es ist ein Versuch wert, um Arzt zu sein. Ein weißer Kittel? Sicherlich. Eine Brille für ein intelligentes Aussehen und ein Anstecker. Ein Koffer mit Süßigkeiten und wir können gehen. Oh, guten Tag, Doktor. Ich brauche Ihre Hilfe. Mein Kopf furchtbar weh. Fassen Sie sich hier an. Autsch! Geben Sie mir eine Pille gegen Schmerzen. Oh, no! Ihnen geht's doch gut. Was? Möchten Sie eine Tablette? Okay, lassen Sie uns etwas suchen. Obwohl ich hier einige Süßigkeiten habe. Was kann als eine Pille passen? Vielleicht das? Genau, Skittles passt. Hier, hier. Oh, danke, Doktor. Sie hat geglaubt. Wir müssen gehen. Hey, warum ist die Pille so süß und erinnert an Skittles? Das ist wirklich Skittles. Ups. Was? Im Ernst? Warten Sie, ich hau ab. Oh, der Kopf tut immer noch weh. Keine Süßigkeiten. Hey, schläft sie? Ich muss so tun, als wäre ich alt, dann klappt's sicher. Sehe ich gut aus? Gut gemacht. Los geht's. Wer ist hier? Mensch, warum machen die so viel Lärm? Wer bist du? Hey. Wir müssen euch auf Süßigkeiten überprüfen. Oh, genau. Es ist ja Donnerstag für ältere Leute. Natürlich, Herr. Fahren Sie zum Arzt. Er wartet schon auf Sie. Vielen Dank, Töchterchen. Okay, also, was ist das noch auf dem Boden? Kommt das vom Opa? Alles klar. Bringt die Krankenschwester mit. Stehen bleiben. Habt ihr Süßigkeiten dabei? Sie wurden mir reingesteckt. Sofort raus aus meiner Abteilung. Ich bin schon weg. Bin weg. Ich helfe dir. Du kannst sogar laufen. Wie viele Süßigkeiten sind dabei? Raus. Ja, heute ist ein schwieriger Tag. Mensch, was für ein helles Licht. Woher kommt es? Hallo, Baby. Ich muss meine Schwester besuchen. Ich bin von meiner Tournee zurückgekommen. Lässt du mich durch? Wow, wie cool. Danke für das Lied. Was? Ich? Singen? Ich bin doch nur eine normale Krankenschwester. Wie soll ich singen? Versuch es. Gut. La, 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 la. Wie war's? Hat sie gefallen? Das war das Beste, was ich gehört habe. Mit deinem Gesang hast du sicher eine Rose verdient. Darf ich zu meiner Schwester? Ich hoffe, dass ich dich bei meinem Konzert sehe, Baby. Okay, ruf mich an. Bye. Dieser blöde Gips macht mich fertig. Was ist das für ein Clown? Ich bin ein großartiger Künstler und dein geliebter Bruder Oscar. Ich konnte dir dank meinen genialen Ideen wieder Süßigkeiten bringen. Wieso lachst du? Okay, ist das lustig? Leg los, Schwesterchen. Hurra, Leckereien. Ich will ein bisschen von allem. Obwohl, nein, alles und jede Menge. Haltes Schätzchen. Und ich werde euch jetzt meinen letzten Hit über die Leckereien singen. Tina, singt mit. Oh ja, la, 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 la. Und jetzt kommt dein Teil. Und du, Freund, sing mit. Oh ja, sie fühlt die Musik gut. Und jetzt alle zusammen. Los, los. Süßigkeiten, meine Süßigkeiten. Wow, yo. Lass mich bitte durch. Und wie lange kannst du schon mit Süßigkeiten kommen? Wir haben überall Zeichen, dass es verboten ist. Gib's zurück. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Oh, ich habe schon eine Idee. Ich werde so tun, als wäre mein Arm gebrochen. Tatsächlich werden Süßigkeiten im künstlichen Arm sein. Das ist genial. Ich werde definitiv nicht erwischt. Wir werden es gleich überprüfen. Oh, mein Arm, mein Arm. Stehen bleiben, sei ehrlich. Bringst du Süßigkeiten mit? Vielleicht hier? Oh Mensch, es tut mir leid. Kommen Sie natürlich rein. Danke. Oscar, was ist passiert? Mein Arm, er tut weh. Ich glaube, ich habe ihn gebrochen. Ich fühle ihn überhaupt nicht mehr. Oh, es tut mir leid. Warum liegst du hier so breit? Wisst ihr was? Ich habe eine Überraschung für euch. Es war ein Scherz. Mir geht's gut. Ich habe nur Süßigkeiten im Gips mitgenommen. Ich weiß, dass ich ein Genie bin. Gib mir schnell Süßigkeiten. Und mir, meine geliebten Skittles.
Hurra, ich habe auch was bekommen. Voller Genuss. Hey, grüß mich. Oh, roter Pfeffer? Was für ein Mist. Ich will es absolut nicht essen. Ich schwitze schon davon. Und jetzt du. Oh, ich habe eine Süßigkeit. Kinderüberraschung. So toll. Sehr lecker. Ja, so köstlich. Und für mich? Nee, ist dein Pfeffer. Oh, ich muss diesen Pfeffer essen. Es ist sogar mit Schokolade ekelhaft. Obwohl, wenn man nicht beißt, ist das nicht schlecht. Hey, nein, beiß! Dann esse ich schnell. Aber ich bin gespannt, was mit mir gleich passiert. Oh, ich bin wie ein heißer Kessel. Ich brenne total. Ich werde dich durch meine spezielle Superbrille anschauen. Oh, ich bin wie ein Drache, der Feuer spuckt. Ich brenne ganz. Ich bin röter als rot. Ich muss etwas trinken. Oh ja, so ist viel besser. Fertig? Wunderbar. Aber ich bin total schmutzig. Kein Problem, ich werde mich abwischen. Also? Oh nein, mein Kinderei, es ist total geschmolzen. Was hast du mit meiner Kinderüberraschung gemacht? Aha, ein Spielzeug. Ich frage mich, was ist da drin? Schau. Und hier ist ein kleines Kinderei. Das gefällt mir sehr. So süß, so klein und niedlich. Ich denke, es schmeckt sehr gut. Ich mag diesen kleinen Überraschungsei. Ich werde ihn noch in Schokolade eintauchen. Gibt es mir vielleicht? Nein, 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 das ist meine Kinderüberraschung. Ja, sie ist sehr lecker. Und du hast keine bekommen. Hey, machen wir sie gemeinsam auf? Oh, interessant, wir haben Puppets. Ich werde als Erste probieren. Ich habe ein sehr cooles Puppet. Aber woraus besteht's? Ich verstehe es nicht. Irgendwie komisch. Das muss man ausprobieren. Aber das lässt sich irgendwie nicht durchdrücken. Wieso denn? Ich drücke es doch so stark. Oh, interessant. Ein Loch. So ein leckerer Geruch. Aber es schmeckt sehr gut. Das ist ein ungewöhnliches Puppet. Ein essbares. Meins wahrscheinlich auch. Aber ich kann es überhaupt nicht abbeißen. Vielleicht von dieser Seite? Ah, das ist das normale Puppet. Und es schmeckt überhaupt nichts. Und ich werde mein Puppet in diese Schokolade eintauchen. Das ist einfach wunderbar. Schokoladig, marmeladige Süße. Auch noch so schön. Das ist super. Lecker. Vielleicht ein kleines Stück für mich. Bitte. Natürlich nicht. Was soll ich damit machen? Wenn nur ein bisschen spielen? Oh, übrigens, ich habe eine Idee. Ich werde Schokolade in diese Form gießen und sie in den Kühlschrank stellen. Super. Ich stehe und warte ein bisschen. Und dann habe ich ein schickes Schokopuppet. Schokolade ist eingefroren. Ja, so lecker, klasse. Das ist sehr cool. Und ich tauche es noch in flüssige Schokolade. Und was klappt daraus? Es gibt dann eine unglaubliche Köstlichkeit. Ja, das ist sehr cool. Was ist da? Gibst du es vielleicht mir? Natürlich nein. Ich bin traurig. Ha, ich klau dein Puppet. Und ich mach noch was damit. Ist so klasse. Ich kann mich draufsetzen und das Spiel genießen. Es ist perfekt und so beruhigend. Hey, gib mir mein Puppet. Es... Nein, nein, ich werde damit spielen. Oh, er ist gebrochen. Was soll ich damit tun? Was nun? Es ist kaputt. Es tut mir sehr leid. Hey, ich kann mit diesem Teil spielen. Oh, cool. Ihr könnt Spaß haben. Ja, ich spiele dann auch. Es macht so viel Spaß. Ich öffne es. Oh nein, ich habe Mais. Sogar mit Schokolade ist es nicht gut. Und was hast du? Ich habe Eis. Perfekt. Da du Mais hast, kann ich dir ein Eis geben. Willst du? Willst du das? Ja, natürlich. Ich will's. Das war Spaß. Natürlich gebe ich dir kein Eis. Aber ich tauche es in diese Schokolade ein. Ich habe dann Eis und Schokolade. Ist unglaublich lecker.
Sehr cool. Einfach sehr köstlich. Ich nehme zwei auf einmal und tauche sie in Schokolade ein. Großartig. Was ist besser als ein Eis? Nur zweimal Eis in Schokolade. Sie sind so lecker. Ich liebe es. Und ich will sowas auch. Diese super leckeren Eiscremes habe ich gegessen. Also ist noch eine geblieben, aber... Bitte gib's mir. Was ist mit dir passiert? Oh. Aha, jetzt kann ich dein letztes Eis nehmen. Und du kannst so lange gemein sein, wie du willst. Und ich gieße dieses Eis mit Schokolade und esse es mit Vergnügen. Es ist so lecker. Einfach großartig. Einfach köstlich. Unglaublicher Geschmack. Aber was soll ich mit dir machen? Okay, ich muss dich auftauen. Jetzt ist es an der Zeit, das zu tun. Ich bin schon satt. Oh, was ist mit mir passiert? Huh. Nein, wo ist mein Eis? Wo ist es hin? Du hast es wahrscheinlich gegessen, aber ist es dein Mais? Natürlich werde ich meinen Mais essen. Jetzt sieht es nicht mehr so ekelhaft aus nach diesem schönen Eis. Obwohl, nein, es ist immer noch ekelhaft. Und ich habe eine Idee. Ich werde den Mais hin und her schütteln. Was kommt dann? Das brauche ich nicht. Aber diese Körner sind genau richtig. Ich werde sie aufwärmen und es wird so lecker, wie es niemand davor gesehen hat. Sicher wird es Popcorn sein, aber kein einfaches. Cool, es liegt direkt aus der Pfanne in meinen Mund. Was für ein Leckerbissen. Und jetzt wird es ein wunderbares Gericht sein. Nicht nur Popcorn, sondern natürlich mit Schokolade aus dem Brunnen. Ich gieße vorsichtig aus der Pfanne, um die Verpackung nicht zu beschädigen. Und jetzt esse ich dieses schöne Schokoladenpopcorn. Großartig. Sehr lecker. Was ist los? Gib mir bitte ein bisschen. Hey, ein bisschen. Ich werde es fangen. Ich fange es. Ich fange es natürlich. Bitte. Hey. Fang es. Wenn du es fängst, das gehört dir. Noch mehr, noch mehr. Daneben, das ist unfair. Nicht ziehen, nein. Das Popcorn ist jetzt umgekippt und ich habe nichts bekommen. Nur ein bisschen. Jetzt öffne ich als Erste. Wow, Coca-Cola. Das ist schick. Was hast du denn? Sehr interessant. Das ist Brokkoli. So eklig. Überhaupt nicht lecker. Coca-Cola, meine Süße. Lass mich bitte auch trinken. Auf keinen Fall. Ich trinke selbst die ganze Flasche. Aber ich habe noch Schokolade. Ich vermische Cola mit Schokolade und ich werde Schokoladen-Cola haben. Aber irgendwie kommt es nicht aus dieser Flasche heraus. Aha. Oh nein, vorbei am Mund. Was ist los? Ich bin jetzt total schmutzig. Obwohl es sehr lecker sein muss. Ja, es ist unglaublich lecker. Wenn ich noch vorsichtiger wäre, wäre es besser. Aber es ist immer noch cool. Bitte ein Stückchen für mich? Nein, nein, nein. Komm schon, iss dein Brokkoli. Oh. Sogar der Geruch ist ekelhaft. Vielleicht ist es besser mit Schokolade. Das ist natürlich ekelhaft. Es ist immer noch ekelhaft. Unmöglich zu essen. Nein, unmöglich. Also kein Stück mehr. Nein. Alles klar, danke. Ich bin satt. Das kannst du nicht so lassen. Und soll ich es akzeptieren und all diesen Brokkoli-Kohl mit Schokolade essen? Das ist schrecklich. Ich kann es nicht einmal kauen. Ich möchte mich nicht in Kohl verwandeln. Oh, mir wird schlecht. Ups, du bist witzig. Und nein, ich falle gleich von diesem Geruch in Ohnmacht. Ja, das kommt vor vom Brokkoli. Oh, was für ein cooles Ding. Komm schon, beruhig dich. Ich wünsch mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Oh, sogar ich schaff das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Cool. Oh, du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich.
Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot, also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Und da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu? Werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma, gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. Ach komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Hansel, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Ohnmacht fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts, erstens. Zweitens, Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Oh. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte. Das ist ja richtig lustig. Ach, Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann. Wednesday, das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin? Das ist ja Erdbeersirup, toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön, ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail, der soll lecker sein. Okay. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen? Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird es Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein! Oh, jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht's gut. Ich habe bloß gerade in Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne und noch ein paar Bonbons und noch mehr Bonbons. Ja, das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine, deshalb mache ich ihr einen Gemüseshake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich. Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeersirup beginnen. Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht.
Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein Glotzer. Unheimlich vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oh. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Ja, hab ich's doch gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich habe da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches, als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eiskaltes Händchen, hilf mir mal. Sei so lieb, sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fange ich mit Mehl an. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma, wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh mein. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus. Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben. Und in Spaghettiform ausschneiden. Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf. Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein, jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Wednesday, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Oh, das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghettis noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Händchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup als Blut benutzen? Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Wednesday, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich doch gewusst. Oh mein. Oh wow, was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Schwesterchen, du bist die allerbeste. Oh, Wednesday, ich hab ja ganz vergessen. Ich hab extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsarsalat. Ganz einfach. Oh, Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht es natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot wird das gefallen. Ich mache meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Finde ich gar nicht cool. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Ich packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen. Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz. Was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh, die Oma hat mir einen Cäsarsalat gemacht. Genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven?
Ich kann die nicht ausstehen. Geht. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, yeah, habe ich doch gewusst. Aua, das hat wehgetan.